Leute, es geht ab Leithonge. Erster Stopp. Die Reise hat Leiden angefangen. Ein Kollege ist abgesprungen. Was eigentlich gut ist, weil dadurch haben wir mehr Platz. Weil zu fünf wäre es echt eng gewesen. Kleine Verspätung, aber jetzt geht's los. Und die Kangamas sind da. Wir wollen nur Kangamas und die Cognitos im Chat. Aber wir können keine fangen, bis wir im Park angekommen sind. Aber vielleicht unterwegs. Ah, nee. Es gibt ja nur in bestimmten Städten die. Also. Schauen wir mal. Auf jeden Fall spätestens, wenn wir im Park sind. Also, krasser Zeitsprung. Wir waren beim Hotel, haben alles abgeladen und machen jetzt ein Lavados Raid und checken die Innenstadt ab. Ich blende mal hier ein paar Sachen ein. Also, die Innenstadt geht krass ab. Alle Module sind gezündet. Gerade auf dem Weg hier einfach ein Incognito gefangen. Leider ein U, das hatte ich schon. Ein paar Kangamas waren auch hier, aber ich habe persönlich noch keinen. Alle verpasst bisher. Aber es sind so viele am Start, das wird kein Problem sein. Auf dem Weg zu einem wilden Dragogan. Wir haben eine Map, dank Philipp. Dachten wir uns, oh mein Gott, Kangama auch noch. Die Straße weiter, also erst das Dragogan und dann ein Kangama. Saftig, saftig. Ziemlich stark. Ja, der verdient goldene Berge. Sind wir mal nicht gierig. Was ist das für ein Kreis hier? Okay, erster Ball drin. Erster Ball drin. Saftig. Aus Prag, Tschechien. Schönes Andenken. IV-Check. Und richtig schlecht, aber egal. Coole Sache. Echt coole Sache. Schlechtes Ersatz, ja. Kangama. Erstes Kangama. Direkt gelbe Berge, der nicht will. 1000 Bonbons während den 2 Wochen. Okay. Fertig zu dem. Dragoran. Sollte den doch nicht so unterschätzen. Okay. Und. Ja, doch. Neuer Dexampel. Dass sowas nochmal vorkommt. Ja. Wie? Natürlich schlecht. Ja, behalten wir den noch. Aber eigentlich könnte man den verschicken. Was willst du als Mann damit? Aber wir seid ja nicht weit. Wir gehen doch heute noch essen. Und das war's. Ich geb das raus.
So, schauen wir mal. 18,55. Gar nicht so schlecht. Oha, so viele Bälle hatte ich ja noch nie. So. Oh Gott, es senkt schon wieder. Oh mein Gott, was passiert hier? Immer mit den schlechten Würfen. Weil wie war das schlecht? Irgendwie geht die linke Hälfte mit die einfach die abzählen. Das geht hier. Hier regt sich die Verwalter oben in der Dame. Also, hier gelassen. Ich wollte eigentlich mir noch eine holen, aber ich habe schon voll verpeilt. Das wäre ja schon dann tragbar. So. So. Okay, halt nur eins. So. Hast du bei dir auch eine Steckdose? Ja, ich habe eine Steckdose. Okay. Brauchst du die? Ich muss später mal schauen, wir nehmen es im Laden. Da haben wir noch Steckdose. Sieh mal, das ist alles sehr groß und was wir daraus alles haben. Überall das Elektronische ran. Das ist erstmal wichtig. Perfekt. Wir schauen, dass er nicht zu laut ist. Oh, für das Video. Das so rein, so. Zurück im Hotelzimmer. Prag war okay. Wir haben nicht viel gemacht. Ich blende eh ein. Ein paar Inkognitos gefangen. Leider nicht genug. Leider keine neuen für mich. Nur zwei Buchstaben. U und P oder R. Beide hatte ich bereits schon. Und ein paar Kangamas. Erstes Kangama. Aber bei weitem nicht genug von beidem. Deswegen am Abend noch eine kleine Scanner-Tour. Wir waren essen und so. Wieso passt wieder? Wir waren essen, aber das Essen hat mir so gar nicht getaugt. Wie fandest du das Essen? Ich fand es sehr lecker, Mann. Er fand es sehr lecker. Er hat meine Reste gegessen. Hallo. Wir haben alles gegessen. So war das gar nicht gewesen. Ein bisschen zu lange haben wir dort gechillt. Der Tag war bisher nicht so effektiv. Jetzt sind wir endlich zu Hause, also im Hotel angekommen. Wir müssen uns kurz auffrischen und dann geht's wieder zum Essen. Wir machen irgendwie nichts anderes. Ja, Essen? Pokémon? Ja, ein paar. Wir brauchen mehr Pokémon. Ich brauche mehr EP. Ich habe nur 100.000 oder so gemacht. Die Module waren die ganze Zeit an, also nicht die ganze Zeit, aber eine Weile, überall. Aber irgendwie waren wir nie in der Gegend. Wir haben kein Module ausgenutzt, außer unsere eigenen. Echt schade. Schauen wir mal. Bei dir 100% die eigenen. Schauen wir mal, was auch sonst noch so geht heute Abend. Nee, schon verändert, ne? So. Ja, gehen wir das mal wieder. Quatschen wir ein bisschen. So, frisch gemacht. Der Kollege hat für mich ein bisschen geklickert. Hoffe ich doch. Ach ja, für dich auch, Mensch. Ja, das hat sogar ein paar Mal funktioniert. Okay. Ihr habt es gesehen, beziehungsweise für uns ist es morgen, aber für euch ist es gestern. Habt ihr ein Video gesehen? Über unseren Pokerabend und wie stark unsere Competition ist. Der Kowai. Ja. Und wie natürlich sind die Module hier an. Zwei Lockmodule, zwei Stops. Direkt angeschmissen. Es gibt keine Pause. Hier kannst du noch anstecken. Ich glaube, das ist jetzt mal ein Verlängerungskabel mit dem Ball. Also es gibt keine Pause. Konkurrenz ist immer hart am Kämpfen. Vor allem der Napni, mein Konkurrent, mein direkter Konkurrent gerade. Hat heute keine Pause gemacht, hat immer rüber geschaut. Ich habe immer rüber geschaut, also echt schlimm. Und schauen wir mal, was jetzt noch so geht. Anscheinend die Unknowns, also Inkognitos und Kangama Spawns,
die heute Morgen so krass abgingen, wurden wieder runtergeschraubt. Wir haben es leider verpasst, also heute war echt kein effektiver Tag. Aber schauen wir mal, was wir heute Abend noch so fangen können. Ich bin gespannt. So, Moment, ich zeig euch mal meine Aussicht. Da geht's gleich runter essen, frühstücken. Ah, ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Auf jeden Fall sind wir danach noch essen gegangen. War okay, nichts Besonderes. Allgemein der Trip war okay, nichts Besonderes. Ich meine, dasselbe hätten wir eigentlich auch in München machen können. Gechillt essen und dann ein bisschen scannen, ein bisschen klickern. Neue Stops, neue Arenen, also das ist auf jeden Fall cool. Prag an sich, viele andere Spawns, zum Beispiel viel Pipi und viele Funfies. Übrigens 100% Funfie verschlafen. Da waren wir schon K.O. Blende ich mal hier ein. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Auch viele Dragogans. Anderes Biom halt. Und da, wo viele Pipis sind, weiß man ja, sind viele Dragogans. Oder zumindest sind da ein paar Dragogans. Wohl, gestern Nacht auf jeden Fall 5 oder so verpasst. Also hier geht schon ab. Ansonsten zum Event. Viele von euch haben ja schon bereits geschrieben und so viele Sachen habt ihr gefangen. Also so viele Kagamas und... Moment, ich muss mich höher setzen. Sonst ist das echt ein schlechter Winkel. So viele Kagamas und Inkognitos habt ihr gefangen. Also echt cool. Ich habe mir da noch Zeit gelassen, aber... Also die sind 2 Wochen da. Also demnächst werde ich da auch noch mehr fangen. Also es gibt 5 Buchstaben, 5 Inkognitos. Davon hatte ich 2 leider schon. Das U, das hatte ich letztens mit der Birgit gefangen. Und entweder das P oder das R, aber die sehen so ähnlich aus. Also für mich nur 3 neue Buchstaben. Ich habe echt verrückte Sachen von euch gesehen, 80 oder 100 Inkognitos gefangen. Also es geht echt krass ab. Aber leider gibt es ja nur 5 verschiedene Buchstaben. Oder zum Glück, damit es nicht so schnell vorbei ist. Kangamas auch. Paar gefangen, mein erstes heute und also gestern, also aber theoretisch im selben Video noch. Und auch das Dragogan, echt richtig geiles Souvenir, das war echt top. Und ein 100%, oh mein Gott, also 100% Funfee hab ich verpasst, haben wir verschlafen, aber ein Togetic haben wir auch gefangen noch, ohne Map sogar. Also wir haben schon die Map benutzt, um dahin zu navigieren, aber wir haben es auf Sightings gesehen. Also das war auch cool, aus Prag. Erster Ball drin. Gelbe Berge fand ich unnötig jetzt. Die extra 5 Bonbons. Aber das war's vom Kack. Ich gehe jetzt essen und dann schauen wir mal, was wir da sonst noch so treiben. Aber das war's vom Kack. Ich gehe jetzt essen und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so treiben. Aber hinterlasst unten in den Kommentaren, wie euer erster Tag so war. Wie viele Inkognitos ihr gefangen habt. Wie viele Kangamas. Wie ihr das Event so findet. Oder die Aktion, was auch immer das ist. Und natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.